Wir sind in der Folge Nummer 3 von Avoyon, zweite Staffel. Ihr seid dabei, das ist schön. Und wir haben halt noch so ein Ding ins Offen, hier so ein Teil irgendwo offen. Aber ich weiß nicht, ob der das jetzt ist oder so, oder ob das hier irgendwo ein Versteck irgendwo ist. Das kann natürlich auch sein. Da hinten sieht natürlich schon wieder krass aus da, mit dieser ganzen Werbung drumherum. Dies könnte ihre Werbung sein, oder hier könnte ihre Werbung stehen oder sowas. Kommt da vielleicht noch irgendwann mal rein, weiß man nicht, ne? Ja, ich glaube, wir sind soweit hier erstmal durch, oder? Wo hier das Versteck ist, keine Ahnung. Finden wir halt nicht. Thomas sagte noch, der Thomas Stehler, dass das ja irgendwie, wenn man erst nah dran ist, angezeigt wird, wo es ist. Und was willst du hier jetzt rumgeistern? Und dann angezeigt bekommen, wo das Teil ist. Das ist die Frage, ne? Und wie nah muss man dran sein, wissen wir auch nicht. So, aber unser Miner, der macht hier schon tolle Sachen. Wir müssen mal eine Karte gucken, wo wir hier überhaupt sind. Ah, wir sind rechts unten leicht an der Karte. Das ist schon mal sehr cool. Wenn ich rausgehe, wieder reingehe, bin ich zentriert. Und dann würde bedeuten, wir haben zwei Tore. Einmal nach da und einmal nach da. Und vielleicht sollten wir die erstmal nutzen, ne? Und dann müsste ja eigentlich auch unser Kollege da auftauchen, der uns auch noch ein Gimmick geben wird. Das Tutorial oder wie soll man das nennen, weiß ich nicht. Ja, schauen wir mal. Wo ist ein Tor? Ah, da unten ist ein Tor. Wie, so weit weg ist das Tor? Ach nee, das doch, da ist es. Ost, Südost. Das wäre weg vom Zentrum. Wollen wir das? Das ist die Frage. Oder lieber Südwest, was zwar auch nicht Richtung Zentrum ist, aber schon mal etwas weiter ist. Ost, Südost. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir sind an dem Tor auch näher dran, an dem, was wir jetzt ausgewählt haben. Nehmen wir das erst. So, dann geht die Reise da mal lang. Dann gucken wir, dass wir da hinkommen, oder? So, gucken wir mal, wie weit unser Akkuladestand dafür reicht. Aber wir sind ja schon ziemlich nah dran, ne? So, was macht die Kohle überhaupt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir müssen ja auch unsere Crew bezahlen und sowas, ne? Aha, da ist er schon. Und hier der Abenteurer. Hallo! Entschuldige die Störung, aber ich hatte gehofft, dass du mir weiterhelfen könntest. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Element namens Avoyon. Und hörte, es ist einfach nach dem Ereignis von 200 Jahren aufgetaucht. Aber jetzt muss ich die Barriere überwinden und da könnte es haarig werden. Also, bist du auch auf Abenteuersuche? Klar. Großartig. Wir können uns bestimmt gegenseitig helfen. Wenn du etwas wissen willst, frag mich. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Was ist hier so los? Auf Wiedersehen. Oh, geht's. Natürlich. Je näher du ins Zentrum des Galaxie kommst, desto besser Materialien findest du für einen Schiffsbau. Mit diesem kannst du die Energiegeneratoren bauen und Teile, Schiff schützen und ja, alles klar. Titan suchen ist auch klar. Können wir bessere Teile bauen. Pass auf, wenn du im Niemandsraum bist. Umfliegst, ich habe gehört, es gibt dort einen Piratenführer, der jede theorisiert, der sich zu weit von dem zivilisierten Sektor entfernt. Aha, lass uns über etwas anderes reden. Wir können uns bestimmt gegenseitig helfen. Wenn du etwas wissen willst, frag mich. Was ist hier so los? Vor 200 Jahren gab es eine verheerende Katastrophe, die fast unser gesamter Welt zerrissen hat. Jeder nennt sie nur das Ereignis. Was ist passiert? Und sei es nicht sicher, der Legende nach ist das Überraumgeflecht in der Mitte der Galaxie zerrissen und umfassender Ring hat sich aufgetan. Das heißt, unsere Schiffe kommen nicht mehr mit der, jetzt vom Rest der Galaxie abgeschnitten ist. Okay, seit dem Ergebnis ist niemand gelungen, in die Nähe des Zentrums zu gelangen, aber das Schlimmste ist, dass mit dem Ereignis überall verstreutere Simulbrummer, die Navigation erschweren. Xotan, sprich weiter. Keiner weiß, wer sie sind und man wird nicht auf ihre Navigation versuchen. Sie greifen an, wenn man ihnen zu nahe kommt. Sie sind seit dem Ereignis hier und manche behaupten, sie wurden davon erschaffen. Es hat aber auch sein Gutes. Zusammen mit dem Ereignis ein neues metallisches Element namens Avoyon aufgetaucht. Aha. Anscheinend ist es das perfekte Element für den Schiffsbau. Es ist robust, leicht und seine energetischen Eigenschaften sind unglaublich. Es geht das Gerücht um, dass es im Zentrum unglaubliche Mengen davon gibt. Bis jetzt hat niemand große Mengen davon gefunden, aber ich werde das ändern. Ich werde im Zentrum der Galaxie liegen, die überwinden den ganzen Avoyon abbauen und reich werden. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Reise. Wie willst du den Barriere überwinden? Ich bin mir noch nicht sicher. Es muss einfach möglich sein. Ich weiß es. Außerdem wäre es kein richtiger Abenteuer, wenn am Anfang klar wäre, oder? Ich wünsche mir viel Reise. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Oh, schon in Ordnung. Ich bin noch eine Weile in der Gegend, falls du reden willst. Und selbst wenn nicht, ich bin mir sicher, wir werden uns in Zukunft noch einmal begegnen. Jo, gut, der hat mir nichts gegeben. Neue Mission, erreichtes Zentrum, ja.
Gut, da ist ein Handelsdepot. Da oben ist eine Schiffswerft. Da habe ich natürlich gleich einen Asteroiden erwischt. Da ist ein Ressourcen. Depot. Da ist ein Dingens. Okay, dann nehmen wir das natürlich. Aber wir können erst mal gucken, was da gibt. Schildverstärker, RCN-0 Traktorstrahl-Upgrade, Gegenerator-Upgrade, S-Antimaterialien-Polarisierer, Schildkontrolle, Internetverteidigung, brauchen wir alles nicht. Ja, okay, das war's. R, gibt es was mit R? Nein, natürlich nicht. Wäre auch blöd, wenn es hier schon sowas gibt, ne? Okay. Gut, dann bedeutet das, wir sind da erstmal soweit geklärt. Reparaturdock. Ein Habitat oder was ist das? Ja. Ja, wir sollten jetzt auch mal natürlich gucken, was es für Aufgaben hier gibt, die ja dann doch für uns von Interesse sein könnten. Hier ist ein Handelsposten zum Beispiel. Jetzt gucken wir einmal gerade in unser Schiff. Frachtraum ist leer. Ich wollte eigentlich auch nur wissen, wie groß er ist. Und das sehe ich hier dann. Frachtraum 101,1, also 100. Und doof ist, dass wir nicht immer wissen, wie groß das wirklich dann ist, ne? Weil schwarzes Brett gibt es ja dann Ressourcenknappheit. 100 Säure. Oh, ist einfach. Ich brauche einige Güter. Hilf mir, sie zu bekommen, ohne dass mein Name direkt an mein Werkel. Das liefert innerhalb von 30 Minuten 100 Säure. Du bekommst dann doppelt den Preis für die Ware. Nee, das ist jetzt nicht unser Ding, weil ich würde gerne einen Bring-Quest eher machen, ne? Das ist vielleicht einfacher. Hol, Ressourcenknappheit, 100 Computer-Mainframes. Okay, die haben wir jetzt vom finanziellen Punkt auch noch nicht da. Ressourcenknappheit, 100 Nanobolts. Okay, die sind auch noch nicht da. Habitat, was möchten die? Die möchten auch was haben wahrscheinlich, weil Bier wollen die haben, okay. Was ist das? Eine Essensfabrik, okay. Was macht die denn? 100 Fleisch, 150 Fleisch. Und was stellen die her? Güter handeln? Essen haben die da, okay. Das ist ein Dingens, eine Militärstation, oder? Ja. Was wollen die? Die wollen auch so teure Sachen wahrscheinlich schon. Wir haben ja gerade mal 10.000, ne? Ob wir die überhaupt handeln dürften, wäre die nächste Frage. Aber wenn es so eine Militärstation uns gibt, dann wird das ja gehen, ne? Haben wir das schon gehabt? Ressourcen, 100 Computer-Mainframes, auch so, dass man die viel Geld kosten. Dann. Prozessorfabrik, ich glaube, die werden uns auch so ein schwarzes, also ein teures Ding anbieten, was wir auch nicht haben. So, jetzt nochmal schwarzes Brett, das war die Säure. Was kosten die? Auch einfach 100, also das haben wir alles nicht, das ist das Problem. Guck doch mal gerade rein, Ressourcen handeln. Ach so, nee, das sind die falschen Ressourcen. Das hier. Nee, wieso das denn jetzt? Ich wollte doch. Ach so, die haben das ja gar nicht hier. Okay, das war auch kein Handel. Ich habe das Ressourcendepot angeklickt und nicht den Handelsposten, den ich haben wollte. Wo ist denn der? Da oben. Die haben ja tatsächlich Säure, ne? Aber 0 von 200. Nee, haben die keinen Vorrat. Die wollten das wohl haben, ne? Nee, von Station kaufen. Warte mal, wenn der Handelsposten da ist. Chlor, Drohnen, Carbon, Kohle, Filz, Stahlröhren, Säure, Transformation, Waffen, Wasser, Weizen, Zink. Nee. Und das ist das Gleiche. Okay, bringt uns nicht weiter. Karte aufmachen und gucken, wo geht's lang. Da ist ein Tor.
West, Nordwest nehmen wir mal. So, unsere Batterien sind ja jetzt größer geworden, da haben wir ein bisschen mehr Speicher, ne? Geht das auch so? Sieht auch gut aus, glaube ich, ne? Wird nicht leer und wir kommen um die Ecke. So, neue Mission, Kampfanweisung. Okay. Ich muss jetzt aber nicht kämpfen, ich muss jetzt erstmal gucken. Ja, Militärstationen, die wollen bestimmt auch wieder so Sachen, die wir nicht uns leisten können. Mission aktualisiert. Da ist eine Handelsstation. Um Handelsposten nennt sich das ja. Lieferung. Ah, leider ein bisschen zu teuer. Und die befreie Sklaven können wir nicht schaffen, weil, ne, definitiv wir das gerade nicht überhaben. Weil hier steht noch, dein Schiff ist zu schwach. Leider ist das mit dem Biogas ein bisschen zu teuer noch. Altmetall. Liefere innerhalb von 20 Minuten 57 Altmetall an eine nahegelegene Station. Du brauchst 171 Frachtraum und du musst eine Anzahl von 1000 machen. Aha. Anzahlung. Ja, haben wir leider nicht die 171 Frachtraum. Das ist doof, aber wir hätten noch Ressourcen, um es auszubauen, dass wir 171 haben. Ich denke mal, das ist gerade ein Punkt, den wir erledigen sollten, oder? Wir erweitern unser Schiff jetzt. Und ist nur die Frage, wie, ne? Eisenkante. Mach das mal auf. Ich will dieses Gitter haben. Das setze ich mal dahin. Dann nehme ich dieses Gitter und baue mir das hier so hin. Oder? Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Und dann nehme ich den Frachtraum und baue den aus. Das ist so ein Würfel, ne? Den kopiere ich mir gerade wieder. Und dann mache ich da aber den Frachtraum raus. Schön in die Mitte mal, damit ich das auch treffe. So. Sehe ich auch, wie groß der Kracher ist. 11,8 nimmt er dann zu. Okay. Das bedeutet, ich würde den jetzt... Müssen wir doch mal anders machen, so. Dann sehe ich auch mehr, wie hoch ich komme. So, das wäre 51 mehr. Das würde also nicht reichen. Das würde reichen. Wäre mir aber irgendwie so ein bisschen so, nee, machen wir nicht so. Also wie so ein Schubschiff bauen wir jetzt unser Ding auf, oder? Komm, wir machen den so und machen den ein bisschen breiter. So. Kostet 482. Hätten wir locker über. Und bauen wir einfach dahin. So, 179 haben wir jetzt. Raus aus dem Baumodus. Wo ist die Kiste? Da. Geht, oder? Lässt sich eigentlich auch noch fliegen. So, F. Das war aber jetzt, glaube ich, doch 171. Ich würde jetzt aber gerne doch noch mal gerade nach unserem Schiff gucken, wie groß es wirklich ist. Der Frachtraum. 179 passt. Nicht, dass wir dann nachher noch das Problem haben, dass es doch nicht geht. So, Altmetallhändler jetzt. Schwarzes Brett. Lieferung. Ich muss 1000 anbezahlen. Das kriegen wir hin. Von 5,7 kriegen wir. Zeitlimit 20 Minuten haben wir. Akzeptieren wir. Ich hätte natürlich logischerweise erstmal dahin fliegen sollen. Dann hätte ich Zeit gewonnen, ne? War jetzt nicht so die tolle Idee.
So. Das sind alles Container hier. Krass. So, da oben ist ein Docking Port. Holen wir uns da gerade dran. Dann F. Ach so, ich muss das Lieferung, ich muss das woanders herholen und nicht von hier. Noch schlimmer, ne? Jetzt habe ich noch mehr Zeit vertan. Ja. Da muss ich auf die Karte. Und wo ist mein Ziel? Da ist meine Heimat. Ja, das ist schlecht. Nee, nicht da, sondern da. Ey, habe ich die Mission nicht angenommen? Wohl nicht, ne? F. Schwarzes Brett. Man muss auch akzeptieren drücken dann, ne? Na, dann haben wir ja doch noch alles richtig. Keine Aufträge verfügbar. Neue Mission, Lieferung Altmetall. F. Habe ich die schon gekriegt jetzt? M, da oben müssen wir hin. Haben wir denn jetzt schon das Altmetall in unserem Frachtraum? Ah ja, 57 Vorrat. So, dann wollen wir mal los, oder? Gut, das heißt, durch das Tor, da wieder, springen wir wohl schnellstens momentan. Da ist ein Tor, Ost-Südost. Das ist unser Tor, wo wir durch müssen. Ja, wir fliegen da also hin und schauen mal, dass nichts unterwegs passiert und ich melde mich dann wieder. So, wir sind im Zielsektor. Jetzt müssen wir mal gucken, wer das bekommt. Da oben ist eine Nachricht noch, sehe ich gerade. Achso, das ist die Kampfanweisung. Ja, okay, alles klar. Aber wir müssen jetzt gerade gucken, wo wir es abliefern müssen. Hier auf jeden Fall nicht. Gute Frage, wo? Vielleicht muss ich in die Mission mal gucken, ne? Dann weiß ich das gleich. Sektor, der Kunde ist auf. Der Empfänger ist in Sektor 400. Der Kunde ist auf Altmetallhändler SEUO 428-146. Das haben wir ja schon. Altmetallhändler. Da sind zwei Gears. Das ist dann das Solarkraftwerk. Mal hier reingucken. Dann muss er das sein. Und wo geht er hin? Ach, da, okay. Gut, Altmetall liefern, alles klar. Also geht die Reise dahin. Asteroiden fällt voraus. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Doof ist, wenn dann so Schriftzüge sind. Dann sieht man nicht unbedingt, wo man gerade gegenfliegt. Okay. Der produziert auch schön. Einmal drehen.
Zu weit weg. Nein, ich wollte einen Traktorstrahl haben. So, und dann interagieren. Und dann haben wir 15.000. Das ist doch schon mal gut, oder? So, kommen wir langsam an Geld. Nicht viel, aber etwas. Ja, und dann würde ich auch sagen, lassen wir es erstmal hier wieder gut sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr euch ein Abo macht und dann auch einen Daumen hoch gebt, wenn euch die Folge gefallen hat. Glocke macht euch an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare schreibt rein, herzlich willkommen. Und ja, was war noch? Ja, ihr könnt es auf anderen Kanälen teilen. Und der Kollege, der Name ist mir jetzt gerade nicht geläufig, weiß ich jetzt nicht, der beim Frühstück mich entdeckt hat, der kann ja dann auch was gerne reinschreiben. Danke für das Abo. Und ja, schauen wir dann mal weiter, ne? Wie wir dann weiter vorankommen, würde ich sagen, oder? Alles klar, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tschüss. Ach, mächtiger Apfel war es, jetzt fällt es mir gerade ein. Mächtiger Apfel, sei gegrüßt.